Greenwood, Peter Stroper, die 7 Amur-Dokagne mit Roland Hülsgaard und die 8 King of the World mit Michael Nimczyk. Jetzt sind es noch 50 Meter bis zur Startmarke und das war der Start. Bildpokal 2015, Fehler von Sorba Olesen gleich in der Anfangsphase und um die Spitze bemüht sich Aida Boko gemeinsam mit Going Us. Aida Boko, Going Us, noch nichts entschieden. Beide hier gleich auf in Front bei relativ flotter Fahrt hier zu Beginn. Deutlich, deutlich zurück, dann Attrapmoor in der dritten Position. Vierter ist außen King of the World. Dann sehen wir an der Innenkante Top of the Rocks und dann wieder Dreilinge Luft zu Duke of Greenwood und am Ende des Feldes derzeit Amur Dokagne. Und nach 400 Metern kommt jetzt Aida Boko endgültig vorbei an Going Us bei einer Zwischenzeit von 1:11:3 für den ersten Abschnitt. Gold. Aida Boko vorn, dann Going Us und innen dann Attrapmoor, die ersten drei außen. King of the World, der ist Vierter. Top of the Rocks in der fünften Position vor Duke of Greenwood und dann Amur Dokagne. Vom Zielab dann geht das Feld schon auf die Schlussrunde. Aida Boko vorn, versucht natürlich jetzt das Tempo deutlich zu drosseln. Aida Boko vor Going Us, King of the World außen. Attrapmoor an der Innenseite, dann Top of the Rocks, der sich jetzt ebenfalls für die zweite Spur entschieden hat und der den Rücken von King of the World gefunden hat. Hinter Top of the Rocks dann Duke of Greenwood und dann Amur Dokagne. Der zweite Abschnitt deutlich langsamer als der erste. 19:1, das macht eine 15:2 für den ersten Kilometer. Auf der Gegenseite Aida Boko innen und außen ist es King of the World. Dann Going Us, Top of the Rocks in vierter Position. Dann innen Attrapmoor ist Fünfter vor Duke of Greenwood. Dann Amur Dokagne. Etwas mehr als eine Runde jetzt zurückgelegt. Aida Boko weiterhin vorn. Wird ja auch nicht angegriffen. King of the World außen und innen Going Us. Da tut sich nichts im Moment. Dahinter dann Top of the Rocks mit Attrapmoor, Duke of Greenwood und Amur Dokagne. Pferde nähern sich dem Schlussbogen. Immer noch vorn Aida Boko. Wir haben jetzt noch 500 Meter bis zum Ziel. Aida Boko und außen King of the World, der näher kommt. 14:9 dieser dritte Abschnitt. Aida Boko, King of the World, innen Going Us, daneben Top of the Rocks und Duke of Greenwood in dritter Spur macht sich jetzt bereit für die lange Gelsenkirchener Endgeraden. Und jetzt ist es erreicht, der Ziel erreicht, der Einlauf mit innen immer noch Aida Boko und King of the World, der es versucht. Innen Aida Boko, King of the World, ganz außen kommt jetzt Duke of Greenwood. Aida Boko, King of the World, außen mit einem minimalen Vorteil. King of the World ist vorn, der King gewinnt. King, King of the World, Aida Boko und dahinter dann noch Attrapmoor auf dem dritten Platz von Duke of Greenwood. Top of the Rocks, Going Us und Amur Dokagne. 1:09:09 die letzten 500 Meter. 1:09:09. Vorläufiges Ergebnis für das neunte Rennen liegt vor. Sieger ist die 8, King of the World mit Michael Nimczyk. Zweite wurde die 2, Aida Boko mit Robin Bakker. Und dritter die 3, Attrapmoor mit Case Cameron.